Dann sage ich nochmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin der Zuborg und natürlich wieder vergessen aufzunehmen. Ja, wir haben eine Town Hall hier gebaut, nicht? Und natürlich hatte ich die große mal gezeigt. Aber na gut. So, was hast du mit? 98. Es sinkt nicht mehr. Es geht wieder nach oben. Okay, aber wir haben immer mehr Leute, ne? 7000 schon. Also der Wachstum ist schon enorm, ne? Wir wachsen gut, also das tun wir. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das mit freie Wohnung ist. Lass mal gucken, was, ob es hier irgendwo bei Muttiwohner gibt. Bei Muttiwohner. Ach du Himmel. Nee, doch, hier ein paar. Ein paar sind bei Muttiwohner, weil wir haben keine Wohnung mehr frei, ne? Gehe ich mal ganz stark von aus. Doch, hier ist noch Platz. 16 Leute wohnen hier nur. Dann werden die garantiert gleich umziehen, weil das machen sie automatisch. Also das machen sie jetzt, ne? Die warten nur kurz ab, ob hier irgendwo was frei ist in der Ecke. Wenn nicht, dann ziehen sie, hier rüber. Ist genauso, durch das Update ziehen die auch, wenn du sowas, auf einer ganz anderen Ecke von der Karte. Wenn ich mal die Karte aufmache, das wollte ich jetzt nicht. So, die Karte aufmachen, wir haben jetzt unsere Stadt hier und wir hätten noch eine Stadt zum Beispiel hier oben. Na, dann würden die auch, wenn die nicht verbunden sind, die würden dann auch automatisch da hochziehen. Frag mich nicht, dann würden sie schwimmen oder keine Ahnung. Ne, Scotty, beam mich mal darüber, vielleicht so. Aber die würden dann sich auf der Karte verteilen. Finde ich auch schon gar nicht schlecht. Finde ich auch ganz cool. Ja, schon echt was geschafft, ne? Also viel schwarz. Also, na gut, viel geschafft. Aber wir haben es selber gebaut. Wir können es auf die Schulter kloppen und, sagen, wir haben es selber gebaut. Selber. Haben zweimal kurz vorm Konkurs gestanden, aber wir haben es geschafft. Wir haben es gepackt. So, 848. So, wie ist das hier unten? Wo war es jetzt da? Wir kriegen aber hier mehr rein, ne? Ist ja enorm, was wir hier so reingefahren kriegen. Aber wir haben jetzt September, wie gesagt, und da sind noch einige Felder. Ach nee, jetzt sind die dabei. Das ist jetzt noch offen. Ach, da sind die auch bei, okay. Ich würde sagen, wir müssen noch ein Feld, also eine Farm mehr haben. Wir brauchen noch eine Farm mehr. Und wir müssen das unbedingt testen mit dem multiplen Hin- und Herfahren hier, ob das funktioniert. Das automatische Umziehen an allen Stellen der Karte halte ich für ein Gerücht und kann ich derzeit nicht bestätigen. Fred, das stand aber im Update. Report drin, dass das mit eingebaut worden ist. Und ach, was ich nochmal sagen wollte, überhaupt, was ich ganz klasse finde bei den Entwicklern, bei dem Spiel hier, das ist ja noch, wenn du so willst, ist ja noch eine Alpha, ne? Oder eine Beta, eine Alpha ist das, ne? Ist das ja immer noch, das ist immer noch nicht fertig gebastelt. Aber jedes Mal, wenn ein Update reinkommt, funktioniert das mit unserem Safe Game, immer. Ich glaube, wir haben das noch, glaube ich, noch gar nicht gehabt, dass wir ein neues Spiel machen mussten, weil ein Update war. Ich glaube, das hat immer so funktioniert. Ne? Also das finde ich schon gar nicht schlecht. Fred, ja, bei der stand dort, aber in meinem Spiel machen die Genossen das nicht. Vielleicht sind die zu faul. Ich meine, wir haben ja auch zwei, ne? Bei Muttiwohner. 10 haben wir jetzt hier. Die wollen auch nicht. Die sind auch so ein bisschen maulig. Müssen wir mal gucken. Ich meine, andersrum, das ist ja mit angeschlossen. Die können hier ja hochkommen, die faulen Säcke. Ich weiß nicht, warte mal. Das war hier, ne? Hier waren sie doch, glaube ich. 9. Können sie da hochlaufen? Können sie nicht. Die können da nicht hochkommen. Wie gesagt, das kann ja auch wieder damit zusammenhängen. Vielleicht ist das doch, dass man ein neues Game machen muss, damit das funktioniert. Bei den Heizungen war das doch, oder? Gargoyle. Ja, Mensch, weiß ich gar nicht. War das bei den Heizungen, wie die reinkamen? Dass wir neu starten mussten. Ich glaube, nee. Ich glaube nicht. Das hat so funktioniert. Aber ich glaube, wir mussten ja überall die Heizung einbauen. Das war das Problem. Und dann sind bei uns die ganzen Leute abgehauen, weil das Update ja, glaube ich, im Winter bei uns kam. Und dann natürlich, wenn die jetzt nicht warm haben, ne, dann bricht dir das Spiel auch zusammen. Dann kriegst du das auch nicht mehr auf die Reihe. Mhm. Oder die wachsen zu schnell nach. Kann natürlich auch sein, nicht? Was haben wir denn jetzt hier? 500 Leutchen, das ist zu viel. Wir haben viel zu viel Arbeitslose. Wir brauchen einen Radiosender. Wir brauchen irgendwie einen Radiosender, lass mal gucken. Ob wir nicht was finden. Ich glaube, wir hatten da eine tolle Mod irgendwo, ne? Ja, Tankstelle, gibt es irgendwie sowas, was wir hier einbauen können?
Ich weiß gar nicht, wo sowas sich versteckt. Kontrolltoren. Was ist das? Krankenhaus, Papette, Rathausschule. Ich weiß nicht, wo sich das versteckt. Universität. Wohnen, Wärmetauscher. Übertragung. Ach, hier ist es doch. Guck mal da. Kleiner Radiosender. Noch ein kleiner Radiosender. Das ist mal niedlich, ne? Kleine, fein. Was haben wir hier? Der ist noch kleiner. Gottes Willen. Television Tower. Auch nicht schlecht. Der ist natürlich auch nicht. Aber den haben wir schon mal gebaut, ne? Den kennen wir. Der passt hier aber nicht rein. Radio und TV gibt es in Vanilla. Weiß ich, aber das haben wir ja gesehen. Die waren so riesig. Die waren so unheimlich groß. Da können wir doch eigentlich mit so was Kleines anfangen. Erstmal. Und dann später was Größeres bauen. Weil der passt ja wunderbar so hier im Kreisverkehr rein. Oder? Pass mal auf, das würde vielleicht eventuell noch eine Autobahn werden. Da müsste ich ein bisschen aufpassen. Könnte ich ihn da hinkriegen, bestimmt, ne? Genau neben dem Heizkraftwerk. Was ist da im Weg? Ich wüsste, was da im Weg ist. Ich sehe das nicht. So, ich hab's gebaut. Gut. Da kommt der Radiosender hin. Der kleine, feine. Der kleine, also, ne? Wir fangen klein an. Weil der Original ist zu groß, ne? Wo haben wir jetzt hier ausgezogen für Bürger? Wo war es hier? Rundfunkhaus. Das ist ja ein ordentlicher Schuppen, ne? Das ist ein ordentliches Gerät. Ich meine, andersrum passt er auch hier hin. Der sucht das ja nur nicht. Was haben wir denn da an Leuten, die da reingehen? Was geht denn da rein? 150. Gut, die hätten wir auch noch locker gehabt, ne? Rundfunkhaus. Ein Fernsehen wollen wir auch irgendwie haben. Wo ist ein Fernseher? Fernseher ist hier. Ach Gottchen. Oh. Mein lieber Freund. Ich meine, das würde hinpassen, ne? Also hier so hin und dann vielleicht. Aber das sind ja riesig, ne? Also guck dir mal die Stadt an, wenn sowas hier. Das ist ja wieder Prunk ohne Ende. Wir versuchen mal das Kleine. Das kleine Feine und mal gucken, wie das sich entwickelt. Ob das denn besser wird. Und so schlecht finde ich ihn gar nicht. Wenn er dann mal fertig ist. Ne? Was kostet das denn hier? 18.000. Wir hätten die Kohle. Wir können das. Nein, lass sie mal bauen. Lass sie selber bauen. Wir wollen ein bisschen hier rumfummeln in unserem Rubel. Können wir was zurückzahlen? Wollen wir das? Zack. Wir zahlen mal was zurück. Dann sind wir irgendwann mal durch damit. Warte mal, wir können ja noch nur ranhängen, ne? Ich glaube, ich werde nicht mehr schlecht. So. Sie, ja, 232.000 haben wir noch nach. Dann haben wir das Ratzi-Fatzi hier. Dann sind wir, ach, jetzt sind wir schuldenfrei. Ist das nicht herrlich? Ach, ist das schön. So. Die sind am Machen. Wir haben immer noch September. Aber so wird es langsam mal 15 Grad haben wir jetzt noch. Was ist hier drin? Der ist schon fast. Ja, fast halb voll. Und was ist hier los? Da sind wir weit weg von halb voll. Na gut, die müssen ja auch weiterfahren. Aber hier ist immer noch so viel. 50 Tonnen liegen hier rum. Oh. Siehst du wohl, so. Gargoyle. Ah, hast du den Kreisverkehr Schiene wieder abgerissen? Kreisverkehr Schiene, hatten wir den gehabt? Hatten wir den mal gebaut? Weiß ich jetzt gar nicht. Das müsste in einem alten Let's Play gewesen sein. Oder alte Karte. Ich glaube, da haben wir es mal gebaut, ne? Eine Maschine. Rund. Unten. Wo? Ach so. Du meinst das hier. Unsere Hochbahn, die hatten wir hier unten ja auch noch gebaut. Das haben wir hier wieder weggenommen, weil das zu teuer war. Das konnten wir uns nicht leisten. Wir können ja nur mehr eine Sache machen. Das soll auch hier rumgehen. Das soll auch im Kreisverkehr funktionieren. Aber das müssen wir später nochmal machen. Das machen wir später. Wie gesagt, da hatten wir keine Kohle für. Weil wenn das hier im Kreisverkehr läuft, dann sollen auch da zwei Trams hin und her fahren, die dann schön im, oder drei, vier von mir aus, dass wir da eine Richtung geben. Ich weiß nicht, können wir das bei Gleise auch machen, dass wir eine Richtung vorgeben? Natürlich können wir das machen. Wir können das Signale so setzen, dass wir die nur in eine Richtung fahren lassen können. Fertig, aus Ende. Ja, ja, genau. So. Was haben wir hier noch rum? 100, 608. Da kommt der nächste Zug angerauscht. Der andere fährt da oben, ne? Was ist das für einer? Was hast du mit? 94. Na gut.
So, Bahnsteig Eisen. Der fährt aber nach hier in den Hauptbahnhof, ne? Der fährt da hier ran. Aber hier haben wir genug Leute, glaube ich, ne? Ja, guck dir mal einer an hier. Das Ding ist brappevoll. Die wissen nicht, wo sie hinlagern sollen. Weil die hier auch haben. Ja, 500 Mann können wir noch reinproppen, ne? Also dass die richtig was produzieren. 46 haben wir hier schon. Ist ja nicht zu fassen. Ja, Mensch. So, wo waren wir stehen geblieben? Das haben wir gebaut, das haben wir gebaut. Ach ne, Sport müssen wir auch noch ein bisschen gucken. Sport ist ja hier auch ein Problem, ne? Sportarten. So, Sportplätze, da. Was nehmen wir denn da? Ein Stadion wäre auch schon mal ganz cool, ne? Unsere Stadt ist groß genug für ein Stadion, theoretisch. Ah, das müsste aber irgendwo... Da können die Leute auch hinkommen. Dann haben wir ein kleines, feines Stadion. Was ist denn das hier? Das ist nicht überdacht. Das ist nicht cool. Nein. Was haben wir hier denn? Die sind ja gleich. Oder nicht? Warte mal, doch. Da sind noch kleine Tischtennisplätze. Hier, Tischtennis. Also, ne? Tennisplätze sind so mit drauf. Und was ist hier? Ach, das sind die mit... Aha. Das ist der Unterschied. Das ohne. Das ohne alles. Okay. Oh, das ist natürlich ein ordentliches Stadion. Was geht denn da rein? Pass mal auf. Max, 175 nur? Das ist ja nicht viel. Wollen wir das andere da? 3000, das ist eine ganz andere Sprache. So soll das doch sein. Das wollen wir haben. Gibt es da eine Straße? Straßeneingang? Nee, haben wir nicht. Okay. Ich würde mal sagen, den bauen wir hier so hin, ne? Oder? Das ist ja wenigstens Sport ohne Ende. So. Ein bisschen dichter ran hier. Sollen wir uns einen Sportplatz leisten? Das machen wir einfach mal. So. Sportplatz. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Da haben wir einen Sportplatz auf jeden Fall. Hier zwischen können wir ruhig was Kleines mal bauen. Was Kleines. Volleyball. Wie wird's denn damit? Wie wäre es mit Volleyball? Hm? Ach, das ist eine Straße. Deswegen geht's nicht. Was kriegen wir hier denn noch so rein? Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr reingebaut. Sowas können wir reinbauen. Was haben wir hier noch? Fußball. Das, oha. Das wird aber knapp. Das wird aber knapp. Uiuiui. Na, das müsste noch klappen, ne? So. Fußball ist mit drin. Volleyball ist mit drin. Super. Alles klar, Danny. Dir auch einen wunderschönen Sonntag noch. Bis denn. Schön, dass du reingeguckt hast. So, pass mal auf. Lass mal hier noch ein bisschen Fußgängerwege bauen. Und hier auch nochmal rüber, ne? So. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Komm, wir sind überall hin. So, kann auch gebaut werden. Die sind auf jeden Fall im Stress jetzt hier, die Jungs, ne? Die haben auch nicht was zu tun. Jups, die fahren los. Da sind sie unterwegs. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So. Und nächstes Mal, wir müssen mal zusehen, dass wir hier ein bisschen mit Asphalt hantieren. Auch wenn das teuer ist. Aber wie gesagt, müssen wir machen. Damit wir unseren... Ja, wie zum Winter hin, ne? Dass wir unsere technische Dienstleistung, dass die hier nicht mehr auf Kiesstraßen rumhökern müssen. Das können wir denen ja sagen. Weil die fahren ja auch... Das Schlimme ist ja, wenn der hier in Gange ist... Der fährt ja auch diese Wege ab hier, ne? Das muss er ja nicht. Das ist Blödsinn. Da muss er nicht rumfahren. Können wir das nämlich hier erhöhen und sagen, fahren wir die ganzen Hauptstraßen ab. Das ist natürlich viel günstiger. Da brauchen wir da nicht rumgurken. So. Stau und stockender Verkehr. Was ist denn los? So, ihr seid hier noch im Gange? Ja, aber noch ist ja Ware da, ne? Noch ein paar Tonnen liegen hier so rum. Oktober haben wir schon zu fassen. Eieiei. Oktober. Forschung. 7 nur?
Okay, das haben wir runtergedreht. Stimmt. Weil da sind eh nicht so viele Studenten. Die wollen irgendwie nicht Arzt werden. Frag mich nicht, warum. Das wollen wir gucken hier. Da ist was los. Das haben wir gut aufgeteilt. Oh, super. Keine stehen vor der Tür rum. Alle haben Arbeit. Hier wird geforscht. 62% haben wir schon. Auch super. Was war das hier? Kolossus. Okay, das war das. Lebensmittel, was ist los? Wo sind die Lebensmittel? Okay, 7 Tonnen waren es. Da haben wir auf jeden Fall mehr als vorher, ne? Was haben wir, was kaufen wir denn ein? Können wir mal gucken. 4 Tonnen, okay. Wir haben auf jeden Fall mehr. Dann hoffe ich mal, dass er hingekarrt wird. Dann kann der auch irgendwann losfahren und wieder was wegbringen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Pflanzen. Schon 1000. Ich hoffe mal, jetzt können wir so langsam anfangen, dass wir sagen können, jo, du, wir haben so viel, wir können jetzt schon das ganze Jahr durchproduzieren. Und wie gesagt, noch ein Hof mehr wäre nicht schlecht. Aber den müssen wir auch selber bauen. Also bauen lassen, den können wir nicht selber bauen, weil unser Baufirma ist so weit weg. Da kommen wir nicht ran. Wie weit ist das weg? Wo ist das jetzt hier? Da. Kommen wir da hin? Ja, bis dahin kommen wir hin. Also das klappt noch. Also wir können hier noch, wir könnten hier hinten noch eins hinbauen. Und dann würden die auch dahin fahren, aber die Wege sind ja ehrelang. Was machen sie jetzt hier? Fußwege, kleiner Radiosender ist in Arbeit. Town Hall, oh, 27% Town Hall. Super. Gut. Pass mal auf, dann machen wir das gleich mal. Konstruieren. Farm, da ist eine Farm. Farm 2. Das müssen wir haben. Das Teil wollten wir haben. Es wird schon wieder dunkel. Ach du Himmel. Warum? Aber warum denn? So, die Farm passt hier wunderbar hin. Wenn das... So, ne? So ungefähr. Ich baue die mal hier hin. Nein, wir bauen die so rum. Wir bauen die so... Wo ist denn jetzt der Anschluss für die... Ach, da hinten ist ein Anschluss für das Lager. Egal, wie rum wir die bauen, ist Panne. Ich glaube, so ist gar nicht schlecht. Bisschen Luft lassen, dann können wir da oben noch ein Lager anbauen. Das würde klappen. Und eine Verladestelle und so weiter und so weiter. Das müsste dann... Ja, wie machen wir das am besten, oder? Die setzen die hier mit dran. Aber wir müssen eine Straße hinbekommen. Irgendwie. Jetzt mal, wir bauen die mal dahin. Oder denken wir uns mal, wir wollen das so ein bisschen jetzt vorplanen. Und eine Straße müssen wir noch bauen. Die geht hier raus. So, das wird klappen. Mal auch ein bisschen so, ne? So. Das haut hin. Wenn ich jetzt sage, bau mal, dann müssen die auch damit anfangen, ne? Theoretisch. So. Da haben wir Durchfahrt, Durchfahrt, Durchfahrt. Und dann haben wir hier oben noch Platz für ein Lager bauen und oder auf jeden Fall na, sag schnell hier. Jetzt komme ich nicht drauf. Ladestation, genau. Dass hier noch einfach eine Ladestation drankommt. Dann fahren wir einfach die Ware direkt hier raus. Da brauchen wir gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Vertriebsbüro. Vertriebsbüro brauchen wir noch, damit wir da noch mehr Fahrzeuge bekommen. Pass mal auf, mehr Fahrzeuge. Sollen wir hier noch ein bisschen verkaufen? Ich würde sagen, ja. Das sind Dollars. Am liebsten sind Dollars, aber wir haben nicht genug Kohle für Dollars. Dann nehmen wir noch die hier dazu, ne? So, haben wir die auch voll. So. Ich hoffe mal, wir bauen dieses Teil hier. Dass wir hier noch rankommen. Dass das die 3 Kilometer aus sind. Nicht, dass wir dann nachher irgendwo, ne, feststehen und sagen, wir können nichts machen. Wie weit ist das hier oben? Wie weit kommen wir denn hier oben?
Oh, wir haben hier oben eine Straße vergessen. Oh, ist das schlimm. Ach, wir haben eine Straße vergessen. Vielleicht kriegen wir die noch irgendwie angebaut. Oh, das geht. So. Die bauen wir aber mit Rubel. So. Dann haben wir das auch zurecht. Also, das haben wir gesehen. 122. Gut. Was will denn hier noch, ne? 28 Tonnen. Der ist auch wieder unterwegs, die Lok. Aber die ist auch nicht, bestimmt nicht voll. 100 Pro. Bin mir ganz sicher. Feuerwehr passt auch noch. Feuerwehr. Doch, die passt. Das haut hin. Die Feuerwehr müsste überall hinkommen. Ja. Bis, ja, fast ganz nach oben. Da kommen sie nicht hin. Da kommen sie nicht ganz hin. Wie ist das denn hier? Hier kommen sie auch nicht überall. Ach doch, das meiste kriegen sie abgedeckt. Aber die kommen hier nicht an die, an diese beiden hier ran. Da ist die Entfernung zu weit. Aber sonst decken sie die komplette Stadt ab. Die auf jeden Fall. Wir haben ja noch eine mehr. So, und jetzt haben wir die zweite. Wo ist die jetzt hier? Versteckt sich eben inzwischen, ne? Wo ist jetzt da sie? Die deckt natürlich alles ab. Weil wir da einen Helikopter laufen, drauf haben. Und die kommen natürlich auch hier ran, ne? Helikopter kommt überall hin. Das klappt. Das kriegen wir abgedeckt voll. Ich hätte ja, wie gesagt, gerne noch eine... Ja, vielleicht noch eine mehr. Dass wir die eine abreißen hier unten und eine ganz normale Feuerwache hier einbauen. Dass wir die wegreißen hier. Dass wir die hier wegreißen und dann eine andere Feuerwache noch hinstellen mit einem Helikopter drauf. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Oder wir brauchen irgendwas hier vorne, dass wir hier noch eine mehr machen mit dem Hubschrauber. Dass wir... Hier ist dicht am Wasser, dann braucht der Helikopter nicht so weit. Ne? Sonst muss er erst da starten, hier rüberfliegen, Wasser holen. Und dann kann er nämlich direkt, wenn er hier startet, gleich Wasser holen. Und ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir irgendwo einen Teich basteln, aber da Wasser holt. Weiß nicht, ob das geht. Keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, für diese Folge soll es gewesen sein. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Ich hole mir jetzt nochmal einen Kaffee.